Was kann man tun, wenn man einfach keine Arbeit findet? Steffi ist alleinerziehend und stark tätowiert. In den letzten Jahren hat sie 300 Absagen kassiert. Lucy wäre gern Make-up-Artist, aber sie ist unter Betreuung des Jugendamtes und hat nur einen schlechten Schulabschluss. Hat sie überhaupt Chancen? Andreas hingegen sucht verzweifelt jemanden, der für ihn arbeiten will. Seit 2 Jahren braucht er einen Küchenhelfer, aber kein Bewerber will den Job übernehmen. Wer kann sein Problem lösen? Jetzt bei Schwer vermittelbar. Lucy ist 16 und lebt allein in einer Wohnung, die das Jugendamt ihr stellt. Eine glückliche Familie wie andere in ihrem Alter hat sie nie kennengelernt. Also man kriegt schon manchmal diesen Jugendamtskindstempel und nicht alle Jugendamtkinder sind Assis. Ihr Leben in der Berliner Hochhaussiedlung Siemensstadt ist trist. Umso größer sind ihre Träume. Sie möchte Make-up-Artist werden an der privaten Schule von Schminkprofi Miriam Jax. Doch dafür muss sie gut 6.000 Euro zusammensparen. Darum will sie sich in einer Bar als Servicekraft vorstellen. In wenigen Stunden ist das Vorstellungsgespräch. Ihr Freund Jordan versucht, ihr die Nervosität zu nehmen. Er weiß, dass Lucy oft auf Ablehnung trifft. Und bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja? Ja. Wieso denn? Packst du doch schon. Ich versuche das auch beizubringen, gar nicht darauf zu hören oder sich davon beeinflussen zu lassen, was andere Leute über sie oder über das Jugendamt, wo sie jetzt zurzeit lebt, sagt. Jordan macht ihr nicht ohne Grund Mut. In Lucys Leben geht nämlich meistens alles schief. Darum ist sie auch daran gewöhnt, zu verlieren. Also ich werde mich so präsentieren, wie ich bin. Und wenn sie es nicht mag, dann ja. Dann muss ich damit leben. Wie sonst auch immer. Die Bar, in der sie arbeiten will, ist mitten in der City, direkt am belebten Alexanderplatz. Hallo, mein Name ist Lucy. Hi Lucy, Steffi. Ja, ich habe angerufen wegen einem Bewerbungsgespräch. Alles klar, das machen wir am besten mal hinten im Büro, okay, ja? Danke. Super. Der Laden hat erst kürzlich eröffnet. Im Moment gibt es noch viele freie Stellen im Servicebereich. Ja, wir suchen auch geschlossene Leute. Leute, die halt auch am besten so ein bisschen moderieren können, Leute animieren, die Spaß am Kellnern haben und auch generell mit Gästen gut klarkommen. Lucy, die fast immer lächelt, macht einen guten ersten Eindruck. Dieses Mal wird sie nicht sofort abgelehnt. Super, Lucy, dann würde ich sagen, dann kommst du morgen mal so 18 Uhr am besten mal vorbei. Okay. Und dann gucken wir mal, wie du mit dem Team zusammenarbeitest. Okay. Ja. Gut. Der erste Schritt ist geschafft. Lucy soll wiederkommen und zeigen, was sie drauf hat. Ich freue mich über das Probearbeiten, dann kann ich mich ja erstmal beweisen und dann können die ja auch natürlich auch sehen, wie ich dann bin. Allerdings gibt es einen nicht gerade kleinen Haken an der Sache. Lucy hat noch nie in einer Bar gearbeitet. Erfahrung hat Steffi aus Hamburg mehr als genug. Doch trotz bester Referenzen ist die zweifache Mutter seit 4 Jahren arbeitslos. Und das Leben in der Hansestadt ist teuer, das Hartz-IV-Geld reicht hinten und vorne nicht. Also es ist total schlimm für mich, dass ich überhaupt offene Rechnungen habe. Das kannte ich bis dato gar nicht. Und es macht einen wahnsinnig. Als alleinerziehende Mutter von 2 Kindern mit knallroten Haaren und haufenweise Tattoos ist es schwer, einen Bürojob zu ergattern. Immerhin hat sie nach langer Zeit mal wieder ein Vorstellungsgespräch in einer Eventagentur. Wie ich sehe, sind Sie tätowiert? Ja, beide Arme, beide Beine und den Rücken. Okay, danke. Wieder einmal geht es vor allem um ihr Aussehen. Trotzdem soll die 32-Jährige heute noch einmal bei der Agentur erscheinen. Warum, wurde ihr nicht gesagt. Jobangebot oder persönliche Absage? Heute habe ich ganz erfreuliche Nachrichten für Sie. Wir haben uns dazu entschieden, Ihnen die Stelle als Teamassistentin für Marketing und Promotion zu geben. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Super. Offenbar findet es der Chef nicht schlimm, dass seine neue Mitarbeiterin Stammgast im Tattoo-Studio ist. Wir glauben, dass die Frau Arnsberg ganz gut in unser Team passt, gerade mit ihren Qualifikationen und sie ist sehr facettenreich. Nach 4 Jahren Jobsuche und über 300 Absagen hat Steffi endlich wieder Arbeit. Bald geht mein neuer Job los, ich fühle mich wunderbar. Endlich bin ich wieder in der Arbeitswelt und es ist ganz, ganz tolles Gefühl, wirklich, ganz prima. Endlich bin ich wieder was wert. Lange hat Steffi auf diesen Moment warten müssen. Auch Andreas aus Berlin würde gerne jemanden anstellen. Er sucht einen Küchenhelfer für seine Kantine. Der Lohn 8,50 Euro in der Stunde. Aber offenbar hat niemand in der Hauptstadt Lust auf den Job. Also
man kann sagen, von 10 Bewerbern, die sich telefonisch gemeldet haben, kommen eventuell 2, wenn 2 kommen, in der Regel nur einer. Und dieser einer springt dann noch nach 24 Stunden ab. Bewerber Alex zum Beispiel hatte Mitleid mit dem Schnitzel. Mein Problem mit Flashklopfen ist, dass ich gar nicht weiß, auf wem ich da gerade rumklopfe. Und ob der das will. Die Suche nach einem Mitarbeiter ist für Andreas extrem frustrierend. Denn viele Kandidaten machen sich nicht einmal die Mühe abzusagen, wenn sie es sich anders überlegt haben. Tja, ist schade, da geht keiner ran. Luai wiederum hatte andere Vorstellungen von dem Job. Dass man als Servicekraft aber auch sauber machen muss, ist für ihn neu. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt hier nochmal die Tücher machen soll, gerade am ersten Tag. Ja. Und so verabschiedet sich ein Bewerber nach dem anderen. Das war sehr schade. Ich hätte ihn gerne genommen. Unglaublich. Es gibt in Berlin mehr als 200.000 Arbeitslose. Aber Kantinenchef Andreas findet trotzdem keinen Mitarbeiter. Wir geben die Hoffnung nie auf. Wir werden auch hier irgendjemand finden. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. In der Hoffnung recht bald. Ob die Hoffnung berechtigt ist, bleibt fraglich. Schließlich sucht Andreas nun schon seit 2 Jahren. Steffi hat ihren ersten Arbeitstag nach 4 Jahren zermürbender Jobsuche. Ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich finde das erstmal richtig toll, wieder zu arbeiten. Das steigert schon ein bisschen das Selbstwertgefühl. Ich habe sehr lange gesucht. Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben. Und das ist wirklich genau das, was ich mir vorgestellt habe von meinem Tätigkeitsfeld her. Hallo Maurice. Du, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht kommende Woche Montag arbeiten kannst. 9:30 Uhr. Steffi blüht wieder auf. Endlich hat sie genug Geld, um mehr zu kaufen als nur das Allernötigste. Wo sind meine Babys? Ah. Als allererstes besorgt sie Flügel aus Federn. Die haben sich ihre beiden Töchter schon lange gewünscht. Es geht bergauf. Jetzt muss sie nur noch eine neue Wohnung finden. Bei Lucy beginnt der Probetag in der Bar. Sie hofft, dass sie ihre Unerfahrenheit überspielen kann. Sie hat nämlich noch nie als Kellnerin gearbeitet. Ja, 16 ist natürlich nach dem Jugendschutzgesetz jetzt nicht gerade das Alter, um in der Bar zu arbeiten. Das heißt, bis 22 Uhr kann sie natürlich aushelfen und sich auch ein bisschen, also wir werden ihr schon ein paar Sachen noch zeigen, aber jetzt darüber hinaus geht es dann auch nicht mehr. Das heißt, 22 Uhr ist dann ihre Schicht praktisch zu Ende. Mehr als ein Halbtagsjob ist also erstmal nicht drin. Aber für die Anfängerin Lucy besser als nichts. Nach einer kurzen Einführung darf sie gleich ran an die Gäste. Und sie schlägt sich gar nicht mal schlecht. Ja, ich war erst mal ein bisschen schüchtern. Aber dann geht es auch weg, weil die beachten dich ja nicht. Die beachten die Show und sich selber. Ich will nur die Getränke bringen. Schnell hat Lucy den Bogen raus. Schüchtern wirkt sie gar nicht mehr. Das gefällt Steffi, der Chefin. Und als Lucy auch noch freiwillig den Boden wischt, hat sie gewonnen. Der Nebenjob in der Bar gehört ihr. Lucy kann es kaum glauben, dass endlich mal was klappt. Fantastisch einfach. Ich habe wirklich keine anderen Worte dafür als fantastisch. Und es hat Spaß gemacht. Die 16-Jährige hat Arbeit zum ersten Mal. Ob es reicht, um damit eine teure Make-up-Ausbildung zu bezahlen, das zeigt sich in 2 Jahren. Ihre Kreationen fallen auf. So wird die ehemalige Topmodel-Kandidatin zumindest schon mal wahrgenommen. Noch ist ihr der große Durchbruch nicht gelungen. Doch als gebürtige Schweizerin arbeitet sie akribisch an ihrer